zum Fazit kommen? Ja, komm mal. Okay. Wir haben heute gepufft, ich nehme noch meine Hand, die wunderschöne Flor de las Antillas Zigarre im Toro-Format von My Father Cigars, ne? Steht hier auf jeden Fall auf der Banderole drauf. Eine Zigarre, die 2012 Zigarre des Jahres im Cigar Aficionado Magazin geworden ist und dort ein Rating von 96 Punkten erhalten hat. Ein nicaraguanischer Puro mit einem Sungrown-Deckblatt. Und habe ich gerade gesagt, Toro, ne? Habe ich schon gesagt. Gibt es auch in anderen Formaten, ein Toro-Format. Kostet 11,80 Euro. Und ist box-pressed. Genau, und box-pressed. Leicht, also so box-pressed, dass halt, wie gesagt, die Kanten und so noch gerundet sind. Nicht dieses extreme box-pressed, was man von anderen Zigarren, wie zum Beispiel der Buffalo 10 oder sowas, kennt. Sondern so dieses Box-pressed, was für mich auch immer so ein bisschen was Elegantes mit sich bringt. Ja, und ja, wie war das geschmackliche Erlebnis bei dir gewesen, Thomas? Geschmacklich hat es ganz am Anfang leicht salzig und holzig geschmeckt. Mhm. Hat dann auch bittere Noten mit drin gehabt. Also ich habe dieses typische Mundgefühl gehabt, es zieht sich so alles zusammen. Dann nach so 2-3 Zentimetern ungefähr hat sich das ein bisschen gewandelt. Dann kam eher so leichte, liebliche, süßliche Noten mit durch. Nicht übertrieben, so ein bisschen cremig. Und bei der Zigarre war das Interessante, dass man sozusagen zwei Geschmacksprofile hat und immer wählen konnte, welches man davon jetzt puffen möchte. Ne? Nimmt man einen Doppelpuff und nimmt dieses Würzige oder nimmt man einen Einzelpuff und hat dann dieses leichte, süßliche. Mhm. War sehr lecker. Und ich würde sagen, so ab der Hälfte, nein, nach einem Drittel ist diese leichte Salzigkeit weggegangen. Und nach der Hälfte ist auch ein bisschen die Intensität zurückgegangen. Und gegen Ende würde ich sagen, ist schon fast ein bisschen fruchtig geworden. So leicht, hat mich erinnert an ein bisschen Traube. Traube schon wieder, okay. Aber nicht so intensiv wie die, wo ich das sonst immer hatte. Okay. Sondern es ist so ein sehr, sehr. Es hat eher daran erinnert. Finde ich gerade interessant, das sagst du ja gerade zum ersten Mal, dieses Fruchtige, hast du gerade das erste Mal erwähnt. Ja. Und ich hatte aber auch ja einmal vorher irgendwie erwähnt, dass ich auch manchmal vielleicht was leicht Florales hatte. Ja. Das dann ja schon auch so nochmal vielleicht in dieselbe Richtung geht. Ja, und genau. Ab und zu, wenn von der Zigarre so ein Schwall in die Nase kam, hat es tatsächlich holzig gerochen. Mhm. Und retronasal war es auch eher so ein leicht süßlicher, lieblicher Geschmack. Mhm. Ja, also bei mir war das so, dass die Zigarre durchweg, ich habe die ein bisschen langsamer geraucht, ich habe jetzt hier noch ein bisschen mehr als du, vielleicht noch auf jeden Fall noch ein gutes Stück, aber war auch eine große Zigarre im Toro-Format. War durchweg für mich, war eine gewisse Schärfe da, also ich hatte immer so ein kleines Pieksen auf der Zunge, das war aber auf jeden Fall noch in einem Bereich, der für mich in Ordnung war. Also es war so an der Schwelle zu viel, aber war noch im Bereich, ist in Ordnung. Ansonsten hatte ich auch, wie ich auch sagen, hatte so einen gewissen holzigen Ton. Es hatte, wie gesagt, leicht floral ab und zu, war aber häufig auch bei schönen, gerade auch bei den Doppelpuffs halt wahrscheinlich dann, ein bisschen so vollmundiger, reichhaltiger, die Geschmäcker waren intensiver beim Doppelpuff und da kam viel, viel Aroma mit. Also da war auf jeden Fall kräftig was zu schmecken. Wurde aber, wie gesagt, immer begleitet von dieser pieksigen, würzigen, schlechten Schärfe, die bei mir nicht verschwunden ist. Und da habe ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Ich fand irgendwie, weil ich auch vor ein paar Tagen hatte ich eine Vegoeros, die so ein paar Monate alt war, also wahrscheinlich genau in der Sick Period sich befunden hat. Und das hat mich schon an dieses Erlebnis erinnert. Und die habe ich vor ein paar Tagen erst gepufft, die Vegoeros. Und das war schon ziemlich ähnlich mit dieser leichte Schärfe, die dann halt auch so da mit drin war, die halt typisch für diese Sick Period ist.
Und ja, ich habe mich ja ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass dieser Smoke schon für mich so ein bisschen was Kubanisches, Sick Period-artiges halt irgendwie so assoziiert hat oder so ähnlich gewesen ist. Und der Name, Flor de las Antillas, wie du sagtest, die Blume der Antillen, ist auch eine Referenz zu Kuba, dem Heimatland des Gründers der My Father Cigars Marke. Ansonsten würde ich sagen, qualitativ war die echt gut. Also sowohl Zugfallen, Abbrand war schön, Asche war schön. Die Banderole aus so Pappe, dicker Pappe. Und die Banderole natürlich ist auch generell sehr, sehr schön designt. Also eine der schönsten, wenn nicht sogar die schönste Banderole, die wir bei einer Zigarre jemals hatten. Banderole ließ sich sehr schön ablösen. Also Qualität, da gibt es eigentlich gar nichts zu meckern, meiner Ansicht nach. Ja, Kräftigkeit 1 bis 10. Ich fand sie nicht so kräftig. Ich hatte dieses Stechen nicht. Ja, genau. Ich hatte nur am Anfang so vielleicht diese Bitterkeit und auch leichtes Kribbeln auf der Zunge, aber es ist natürlich nur am Anfang gewesen. Deswegen würde ich sagen, Kräftigkeit 4. Ich würde sagen 5 bis 6, weil sowohl halt mit diesem Stechen, also geschmackliche Kräftigkeit war dann halt irgendwie so ein bisschen heftiger, als auch, dass ich jetzt gerade, deswegen puffe ich gerade auch nicht so viel weiter, auch ein bisschen das Nikotin spüre, also auch was das Thema angeht, finde ich ein bisschen kräftiger. Ich würde dann vielleicht, wenn ich nochmal puffe, eher zu Robusto greifen als zu Toro, weil die Toro vielleicht dann einfach ein bisschen zu viel für mich gewesen ist. Aber habe ich auch gesagt, ich habe auch noch nicht so viel gegessen heute, vielleicht hängt es einfach damit ein bisschen zusammen. Ja, und dann alles zusammen, Gesamtpunktzahl. Geschmacklich lecker, Preis-Leistung Mittelfeld, Aufmachung schön. Ich würde sagen, geschmacklich auf jeden Fall im 90er-Bereich. Ich hätte jetzt so getippt zwischen 90 und 95, so schwankend. Ja. Und muss sagen, irgendwie durch die Banderole wird das Ganze so aufgewertet. Ja, auf jeden Fall. Also es geht wirklich, die Zigarre ist sehr schön, sehr, sehr schön aufgemacht. Da bewege ich mich in Richtung 95, aber vom Bauchgefühl lande ich nicht bei einer 95 irgendwie. Ich würde sagen so 3 oder 94 Punkte. Ich hätte auch so eine 90 Punkte gegeben. Also ich fand es auch echt cool. Auch eine Zigarre, die ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde, wo ich sagen würde, okay, ein paar Freunde, so sollten die mal testen, weil ich die echt cool finde und optisch sowieso auch mega der Hingucker ist. Vielleicht auch was, was man dann mal auf so ein bisschen edler irgendwie verschenken kann, irgendwo mitbringen kann oder so, wenn man mal irgendwas was Hochwertiges puffen will, einfach weil es auch mega gut aussieht, ne? Und geschmacklich fand ich es jetzt auch gut. Und ja, nur ein bisschen, ja, zum Ende ein bisschen zu kräftig für mich, aber ich glaube, das kann ich halt mit einer Robusto dann ein bisschen ausgleichen. Also ich sag mal, auch eine 90, also sehr, sehr gute Zigarre. Wie gesagt, Cigar Aficionado hat Zigarre des Jahres 2012 ist sie geworden mit 96 Punkten. Also hat es doch dann noch mal besser bewertet, als wir die bewertet haben. Aber ist ein Top-Stick auf jeden Fall. Ja, dann sag ich mal vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr sagt, das war eine Top-Show, dann gerne einmal nochmal den Abo-Knopf hier drücken. Wir freuen uns über jeden, der hinzukommt, der unseren Kanal abonniert. Wir machen wöchentlich neue Zigarren-Videos und freuen uns über jeden, der da irgendwie Bock hat und Interesse hat, da am Start zu sein. Ansonsten gerne in der Beschreibung nochmal die Links auschecken. Instagram, da würden wir uns über ein Follow freuen. Wir posten nochmal verschiedene Bilder und so ein Kram. Und im Discord. Der Link ist auch da in der Beschreibung, kann jeder kostenlos joinen. Ist so ein Zigarrenforum mit einer mega netten Community. Und da freuen wir uns auch für jeden, der da in Zukunft mit am Start ist. Dann nochmal vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Ciao.